In diesem Video wird die neue Website der Lütze Group vorgestellt und alle wichtigen Elemente im Schnelldurchlauf gezeigt. Der große Bereich oben zeigt verschiedene Bilder, die zufällig ausgespielt werden. Somit erscheint bei jedem Aufruf der Startseite ein anderes Bild. Der blaue Balken darunter erinnert zum Beispiel an kommende Messen. Danach werden die vier Produktbereiche aufgeführt und ein Testimonial eines ausgewählten Projekts. Außerdem gibt es einen Newsstream, der die zwei neuesten News zeigt und Teaser für Messen oder andere Themen. Die gesamte Website ist im modernen Flat-Design gehalten, wobei Bilder eine größere Bedeutung bekommen als Text. Gleichzeitig wurde die Seite auch responsive konzipiert und passt sich automatisch der Bildschirmbreite an. So wird die Website immer optimal dargestellt, egal ob auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Der Artikelbereich beinhaltet bei Bedarf einen Slider für Bilder. Artikel können außerdem über Social-Media-Kanäle geteilt werden. In der Suche können beliebige Suchbegriffe eingegeben werden. Es handelt sich hierbei um eine wachsende Synonymsuche. Der Produktbereich ist neu und viel umfangreicher als zuvor. Die Begriffe wurden für Google optimiert und entsprechen nun der Sprache am Markt. Jedes Produkt wird nun durch ein passendes Bild verdeutlicht. Außerdem wird auf dazugehörige Produkte verlinkt. Der Karrierebereich ist wesentlich größer und informativer geworden. Hier finden sich Informationen zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie zu den offenen Stellen bei Lütze. Die Themenwelt oder auch der Blog vereint Themen, die für Nutzer interessant sein könnten. Dieser ist für die Social-Media-Kanäle der Lütze Group sehr wichtig. Artikel werden durch Kategorien, Wichtigkeit und Erscheinungsjahr gekennzeichnet. Ein großer Vorteil für Kunden ist der Login-Bereich. Mithilfe eines Lütze-Accounts können Merklisten erstellt werden. Hierfür erstellen wir jetzt ein fiktives Konto. Wir bekommen nun eine Bestätigung dafür, dass es geklappt hat und melden uns an. Im Katalog können Produkte sortiert nach den Produktbereichen und anderen Kategorien durchgestöbert werden. Die Produkte sind nach verschiedenen Eigenschaften filterbar. Je nachdem, welcher Filter bereits ausgewählt wurde, werden bestimmte Eigenschaften deaktiviert. Oben werden die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick aufgeführt. Darauf folgen die technischen Daten. Es ist auch möglich, direkt zu dem Punkt zu springen, der einen am meisten interessiert. In diesem Fall die Downloads zu dem Produkt. Außerdem werden häufig gestellte Fragen beantwortet. Dieses Kabel wollen wir jetzt einer Merkliste hinzufügen. Da wir noch keine Liste haben, legen wir eine neue Liste an. Optional können wir auch eine Beschreibung hinzufügen. Das Kabel ist jetzt in unserer Merkliste. Jetzt melden wir uns wieder ab. Im Lösungsbereich wird angezeigt, in welchen konkreten Projekten Produkte von Lütze zum Einsatz kommen. Die Lösungen werden durch Farben den zugehörigen Produktbereichen zugeordnet. Diese sind filterbar. Es gibt einen umfangreichen Unternehmensbereich. Hier kann sich der Nutzer ausführlich über die Lütze Group informieren. Zudem gibt es eine Historie. Auf der Presseseite werden Pressemitteilungen gesammelt und zugänglich gemacht. Diese sind nach Jahreszahl sortiert. Der Newsstream bündelt alle verfügbaren News auf einer Seite. Hinzu kommen die neuesten Meldungen der Social-Media-Kanäle auf der linken Seite. Ein praktischer Download-Bereich bündelt alle verfügbaren Downloads auf einer Seite. Diese kann man ähnlich wie bei den Lösungen nach den Produktbereichen und anderen Eigenschaften filtern. Auf der Distributorenseite können sich Nutzer durch eine Karte darüber informieren,
Welche Händler Produkte von Lütze führen? Dabei werden Distributoren auf der ganzen Welt eingebunden. Im Kontaktbereich gibt es Infos zum Standort von Lütze. Außerdem werden sämtliche Kontaktmöglichkeiten aufgeführt. Die Website ist mehrsprachig angelegt, wobei weitere Sprachversionen noch hinzugefügt werden. Vielen Dank und wir freuen uns auf Ihren Besuch.